Wie kannst du einen Vitamin-D-Mangel erkennen? Welche Laborwerte sind wichtig? Ich bin Claire und erkläre es dir. Die ersten Symptome eines Vitamin-D-Mangels unterscheiden sich oftmals nicht von anderen Mangelerscheinungen. Müdigkeit, Erschöpfung, Infektanfälligkeit und sogar Gewichtszunahme gehören zu den Symptomen. Auch Haarausfall, Hautprobleme und Osteoporose können durch einen Mangel an Vitamin D bedingt sein. Letztendlich erkennst du einen Mangel also an den Blutwerten, die im Labor bestimmt werden. Oftmals wird beim Arzt nur ein Wert, der 25 OH Vitamin-D-Wert, bestimmt. Tatsächlich gibt es aber zwei Werte, die für die Diagnose wichtig sind. Sie werden ins Verhältnis gesetzt und bilden damit die Vitamin-D-Ratio. Was ist die Vitamin-D-Ratio? Die Vitamin-D-Ratio ist das Verhältnis von inaktivem 25 OH Vitamin D zu aktivem 1,25 OH Vitamin D. Bei vielen Personen ist das inaktive Vitamin D erniedrigt, während das aktive Vitamin D sogar erhöht ist. Es liegt also eigentlich kein Mangel, sondern eine Verschiebung des Verhältnisses vor. Wie kannst du deinen Vitamin-D-Mangel richtig beheben? Das erfährst du im nächsten Teil. Bis bald!